Entschuldigung, moin moin und willkommen zurück hier zu mir auf meinem Kanal mit einer weiteren Folge Viviette, ein Horror-Puzzle-Adventure-Spiel in 16-Bit-Optik und ja, wir werden das Ganze jetzt mal weiterspielen. Wir sind ja jetzt ein bisschen weitergekommen, haben wir noch einige Rätsel vor uns, definitiv. So, da ist so. Gut. Ich habe herausgefunden, dass wenn man Y auf Y ist, die Lampe immer an und aus die ganze Zeit, also kann man sie an- oder ausstellen. So, wir gehen mal hier durch. Bisschen aufpassen, die andere Tante rennt ja noch hier rum. Also ist das Schwester? Ich glaube, das ist die Schwester, ne? Genau. Die rennt ja noch hier rum. Gehen wir mal hier rum. Sieht aus wie ein Kopf, was für Gruppenmetall. Wir müssen uns nochmal alles hier angucken, denn ich bin mir nicht so sicher. Mehr genau. Ja, vielleicht von der anderen Seite aufmachen. Das kann sein. Ich muss kurz überlegen, wo wir hin sollen. Das weiß ich nicht gerade nicht. Haben wir schon gelesen? Ach, gehen wir speichern nochmal. Machen wir kurz nochmal. Gehen wir speichern, wenn wir können, ne? In diesem Bild gibt es einen wunderschönen und märchenhaften Baum. Er ist wie aus einer anderen Welt. Gut. Ein überfülltes Bücherregal. Okay, hier kann man, glaube ich, nur speichern. Das wissen wir ja schon. Versuchen wir mal woanders hinzugehen. Also, wir müssen ein paar Sachen noch finden, denn irgendwie sind wir beim letzten Mal nicht richtig weitergekommen. Aber vielleicht kommen wir jetzt ja hier weit. Oh, da ist die blöde Tante. Okay, müssen wir schon aufpassen, dass es nicht schnappt. Was war das? War das der Wind? Oh, oh. Nein. Ah. Das ist ein bisschen nervig immer. Wenn sie nicht los wird, richtig. Der Mond wirft sein spöttisches Licht. Gut, hier hängt Fleisch. Verfaulende Überreste. Gut, wir müssen mal zurück. Ich wollte mich da mal gucken, ob man da hinter dem... ob man da was machen konnte. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich meine... das Fenster war gar nicht... war das der Wind? Boden ist zusammengebrochen. Ich werde nicht einfach daran vorbeigehen können. Ist das ein offenes Fenster am Ende des Korridors? Ah, okay, warte mal. Geht das jetzt vielleicht? Riskant, aber vielleicht könnte ich die andere Seite erreichen, wenn ich über den Sims balanciere. Ein heftiger Windstoß könnte mich umhauen. Vielleicht schaffe ich es, wenn ich mich an der Wand festhalte. Doch, es scheint ja... ja, gehen wir da mal längs, ne? Okay. Aufpassen, dass kein starker Wind ist. Oh! Nein, 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 da oben! Shit. War's das? Du bist gestorben! Okay, gestorben sind wir noch nicht. Na, jetzt schon das erste Mal. Dann laden wir eben neu. Ich hoffe, wir können das Spiel noch laden. Oh, das ist ja ärgerlich. Hat er noch Gott sei Dank gespeichert. So. So, wir gehen jetzt mal dahin. Gut zu wissen, dass man da durch kann. So, als erstes müssen wir hier kurz gucken. Ja, wissen alle schon. Dann gehen wir hier durchs offene Fenster. Nein, los. Ja, machen wir nochmal. Also, wenn der Wind kommt, an die Wand pressen. Runter. Okay, man muss sich nur an die Wand pressen. Ah. Kann aber dauern, bis wir da unten ankommen. Zumindest dürfte sich ja Floris nicht, dürfte ja nicht darüber kommen. Denn sie müsste dann auch längs gehen. So, guck mal an. Gut, Lampe an. Oh, hier sind sogar zwei Wege. Gehen wir erstmal hier rein. Das ist ein großes Schlüsselloch in einer Art Mechanismus. Okay. Ich kann mich selbst nicht dazu bringen, durch an die Spiegel zu schauen. Sie... seit Tagen ist ihre Erscheinung nicht mehr menschlich. Alles ist... nein, ich kann nicht mehr hinschauen. Ich erkenne mein eigenes Spiegelbild nicht mehr. Was geschieht mit mir? War das nicht das, was ich begehrt habe? Warum betrügt mich mein Verstand? Okay. Ganz toll. Noch eine grauenvolle Skulptur.
Ich kriege Gänsehaut von dem Anblick. Okay, hier mal ein bisschen was, konnte ein bisschen was lesen. Da ist ein Schlüsselloch. Du hast bekommen ein rotes Buch. Was ist das hier? Nichts. Ein Bild? Bitte? Ekelhaft tote und stinkende Insekten. Kein Wasser. Okay. Mal gucken. Gucken wir uns das rote Buch doch mal an. Es hat ein blaues und rotes Buch. Dieses Buch hat einen blauen Einband. Es handelt von Krustentieren wie Krebsen und Hummern. Okay. Dieses Buch hat Einband. Es handelt von Weichtieren, zum Beispiel Muscheln, Schnecken, Oktopoden. Okay, also wir könnten jetzt. Wir können jetzt nochmal das Bild, das eine Bild da angucken, wo wir waren. Kommen wir jetzt hier rüber? Gut, das machen wir nochmal. Müssen wir nochmal raus. Aber wenn es immer noch, muss natürlich auch was mit runterfallen. Wir wollen jetzt nicht sterben bei diesem letzten Kram. Und Angst habe ich schon. Speichern noch mal schnell. Macht ja schon Sinn. Damit wir nicht jetzt gleich irgendwie drauf gehen und den ganzen Weg nochmal machen müssen. So. Gut. Gut, versuchen wir mal. Unser Glück. Auch rein? Ne, ist aber verschlossen, ne? Okay. Putzige Vitrine. Wo war das mit diesem Glas da? Wisst ihr das noch? Nee, ich kann noch nicht rein. Aber hier nochmal längs. Ich weiß nicht mehr, irgendwo war das, war diese mit den Schalen hier. Greco-Schlüssel brauchen wir hier, stimmt. Hier konnten wir nichts machen. Und hier kommen wir auch durch mit allem. Gut, dann gehen wir raus. Komm, gehen wir weiter. Wo kommen wir jetzt noch hin? Dann gehen wir erstmal wieder runter, würde ich sagen. Und dann will ich mal das Bild da angucken, was ist. Meine Emo. Hier, das war das, meine ich. Kann man da jetzt die Bücher benutzen? Nee. Hätte ich jetzt gedacht. Hätte ich jetzt gedacht, aber naja. Anscheinend nicht. Wo kann man denn die Bücher benutzen? Schalentiere. Bei dieser Uhr. Aber wo war die Uhr nochmal? Verdammt, der Mist. Wo war diese Uhr nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Das war wirklich nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ich müsste irgendwie so eine Art Karte bräuchte ich. Also ich bräuchte eine Karte. Ich müsste mir markieren, wo was ist. Da ist die Uhr, okay. Kann man vielleicht. Warte mal. Nichts. Okay, vielleicht kann man hier die. Ach Mist. Auch nicht. Das sind wirklich riesige Augen, sondern wie kann man nur auf die Idee kommen? Da ist diese eklige Tante wieder. Viviette, wie wir schon wissen. Ja, dann,
Gucken wir mal. Also irgendwie. Also. Ich hätte jetzt gedacht, dass man irgendwas mit diesem Buch da machen muss. Aber irgendwie anscheinend ja nicht. Also ich hätte gedacht, jetzt haben wir ja alles. Jetzt haben wir die Weichtiere und das andere. Wenn man jetzt hier hingeht, dann sieht man verschiedene Arten und Wasserfarben gemalt. Und da sieht man ja, es sind Weichtiere und Krebse. Und genau da haben wir ja die Bücher von. Hier auch. Aber wie macht man das? Es handelt sich von Weichtieren, zum Beispiel Muscheln, Schnecken, Oktopoden. Das ist immer so blöde. Man kommt nicht wirklich weg. Was haben wir denn hier? Also ich habe jetzt ein Buch mit rotem Einband. Es handelt von Weichtieren, zum Beispiel Muscheln, Schnecken, Oktopoden und Riesenkalmaren. Und ein... Es handelt sich von Krebsen, Hummern und Krabben. Also was haben wir denn da? Krebse, Hummer und Kaimane. Das heißt 1, 6, 8, 10. Okay, also warte mal, was stand da jetzt? Einfach Muscheln, Schnecken, Oktopoden und Riesenkaimane. Und hier steht Krebsen, Hummern und Krabben. Haben wir denn irgendwas da, was nicht dazu gehört? Ein Seestern zum Beispiel. Und was ist das da oben? Das ist ein Wurm. 3 und 4 eventuell. Gehören nicht dazu. 2, 3 und 4 würde ich sagen. Ich weiß nicht, was 2 jetzt gerade. Also vielleicht. Vielleicht. 2, 3 und 4. Ich weiß leider nicht, was 4 und 2 sein sollen, aber 3 ist definitiv nicht da aufgelistet. Komm mal rein. Muscheln, Schnecken, auch gewohnt, Riesenkamanen. Ja, 2, 3 und 4. Gut, versuchen wir unser Glück. Ne, hier war das nicht. Leider, ne? Ja. Also. 2, 3, nichts. Hier, warte mal. Dann vielleicht 3 und 4. Auch nichts. Dann vielleicht 2 und 4. Das weiß ich jetzt auch nicht, also. Vielleicht auch, wenn man, was haben wir noch für eine Position? Dann noch 3 und 4. Dann haben wir noch 3 und 2. 3 und 2. Dann vielleicht 3 und 3. Auch nicht. Das ist doch verrückt. Hätte ich jetzt gedacht, dass es das wäre. Aber kann auch sein, dass ich natürlich total falsch liege und das gar nichts mit den Büchern zu tun hat. Aber ich glaube schon. Also ich kann es mir gerade irgendwie nicht anders vorstellen. Ist schon ein bisschen komisch. Also steht doch hier drin, ein Buch mit Roteimer, das handelt von Weichtieren, Muscheln, Schnecken, Oktopoden, Riesenkraken.
Und hier Krebs nochmal. Was kann das andere denn sein? Weiß das nicht. Schau aus. Oh. Wir suchen es mal. Ich gucke mal dahin. Also, ich muss mal angucken. Also. Also, es müsste sein. Muscheln. Ich weiß nicht, was es sein kann. Ich verstehe es noch nicht ganz. Okay, das macht ja jetzt auch keinen Sinn, alles auszuprobieren. Also, was soll man da genau machen? Also, ein Buch mit roten Eimer, das handelt von Weichtieren. Zum Beispiel Muscheln, Schnecken, Oktopoden und Riesenkraken. Und hier steht Krebsen, Hummern und Krabben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das was mit dem da zu tun hat. Aber was genau, weiß ich leider auch nicht. Das ist doch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Was macht man denn da? Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Pass auf. Drei und vier habe ich jetzt gehabt. Also vier? Dann gehen wir nur auf zwei. Nichts. Das ist doch verrückt. Was ist denn noch da für Möglichkeiten? Nochmal. Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Weil irgendwie muss es ja funktionieren, aber wenn ich jetzt... Ich habe 2, 3 und 4 rausgesucht. Also Entschuldigung, ich muss gerade... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das Ganze nervt mich so ein bisschen, denn es macht für mich gar keinen Sinn. Was soll ich denn da genau machen? Ich hätte jetzt gedacht, ich müsste vielleicht da irgendwie, ich weiß es auch nicht, dass ich die rauskriegen soll, oder soll ich rauskriegen, wie viele davon da sind? Vielleicht muss man es auch anders angehen. Warte, wir gehen nochmal raus. Gucken wir mal rein. Also. Eine ganze Reihe verschiedener Arten sind mit Wasserfarben gemalt. Guck mal, wenn wir jetzt hier reingehen, dann sagt er uns ja Muscheln, Schnecken, Oktopoden und Riesenkeime an. Vielleicht geht es ja auch gar nicht darum, sondern was anderes. Hier müssen wir die zählen. Also wie viele Muscheln, Schnecken und Oktopoden, Riesenkraken lesen wir da? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, kann das sein?
Und dann müsste ich von dem anderen ja auch mal durchzählen. Warte, mach mal raus. Zack. Und von denen Krebsen, Hummern und Krabben. Wie viele Krebse, Hummern und Krabben haben wir denn da? Also wir haben eins, zwei. Hummer und Krabben. Eins, zwei, drei vielleicht. Vier, wenn man das auch als Krabbe zählt. Dann haben wir vier Krabben. Und, nee, fünf. Fünf Krabben haben wir. Fünf Krabben. Also fünf Krebse, Krabben und Hummer. Wäre ja, wenn man die jetzt mitzählt, ich würde sagen, die zwei oben, die vier, die sechs, die zwölf und die acht. Also haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Also wir haben fünf Krabben. Und wie viel haben wir von anderen denn? Haben wir dann acht. Muss ja so sein. Nee, Quatsch. Fünf davon haben wir, sieben von anderen. Kann das hinkommen? Fünf und sieben, kann das vielleicht sein? Gucken wir mal. Also, wir das mal. Pass mal auf. Mal auf. Okay. Da. Nee, geht dann weiter. So, fünf. Und sieben. Nichts. Das ist doch verrückt. So, war das ein Klicken? Ich glaube, ein interner Mechanismus hat sich eingeschaltet. So, bei 8:45 klappte das. Ich habe jetzt einfach mal wirklich jede Stunde eingegeben und dann so immer jünger. Das hat also ein bisschen gedauert, wie ihr seht, wenn ich bin oben bei 12 angefangen, weil ich nicht weiß, welche Logik dahinter steht. Aber es hat jetzt Klick gemacht und wir können jetzt gucken, was passiert. Ist mir einfach, ich verstehe es nicht. Aber wir können ja gleich nochmal aufs Bild gucken draußen. Wir sind jetzt bei 8 und bei 9. Ne? Müssen wir gucken. Oder 9 oder 8, wie man es nimmt. Oder? Da tut sich was. Gehen wir rein. Du hast bekommen Schachfigur, schwarzer Turm. Weg von hier. Und wir gucken uns jetzt trotzdem nochmal an, das Bild hier, denn ich würde gerne wissen, worum es da geht. Also 8 ist der. 8 ist der Hummer. Und 9. Ach, guckt es an. Jetzt habe ich verstanden. Guckt euch die römischen Zahlen mal an. Da steht. Oben fangen wir an, ne? 1, 2, 3, 4. Das sind richtige römische Zahlen. 5, 6, 7. Aber da müsste da die 8 kommen. Die kommt aber nicht. Da kommt die 9. Und dann kommt unten die 8 erst und dann die 10. Das heißt, sie haben 9 und 8 vertauscht. Hätte man das gewusst, habe ich aber vorher nicht gesehen, war ich wirklich blind auf dem Auge. Also alle, die das Spiel spielen, das ist ein Spoiler hier. So könnt ihr das also rausfinden. Die sind einfach vertauscht, die Zahlen. Es geht halt nicht die wirkliche Reihenfolge. Hätte man dann auch schaffen können ohne diese beiden blöden Bücher, fällt mir gerade ein. Aber naja, gut, haben wir geschafft. Ich würde sagen, hier stoppen wir auch einfach und gucken mal, was wir mit der Schachfigur beim nächsten Mal machen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.